bisschen lieb zu deinem Vati. Ich finde dich. Und dann stich ich dich ab. So, jetzt habe ich. Es ist soweit. Auf! Ich weiß, dass du da bist. Um Gottes Willen. Du kriegst noch, was dir zusteht. Freu dich bloß nicht zu früh. Ein normaler Mann kann, wenn seine Frau so stinkt. Was wieder bei deinem Jugo, was? Du dreckige Nutte. Weiß ich nicht. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Sonja, du lässt mich nicht mehr verlässt. Du darfst mich niemals verlassen. Wir zwei, du und ich, wir gehören zusammen. Hör diese Spalte nie auf zu schreien! Nein, nicht! Du bringst ihn um! Sie wissen ja, es lag schon mal eine Anzeige gegen Sie vor. Es hieß da, Sie würden Ihre Familie schlagen. Ihre Frau, Ihre Tochter? Lügen. Nix wie Lügen. Fragen Sie meine Frau doch selbst. Hör mal, dein Vater spinnt doch. Warum lässt du dir das denn gefallen? Das kapierst du nicht. Ist es wegen dem Kind? Ich entscheide, mit wem ich's mache. Und jetzt bist du dran. Meinst du, ich weiß nicht, was los ist? Was er mit dir gemacht hat? Ich sage aus. Tu's nicht, Tanja. Tu's nicht. Ich sag, dass wir ein paar Mal miteinander geschmust haben. 3 oder 4 Mal. Dein Vater kommt bald raus. Er soll vorzeitig entlassen werden. Und wenn Sie ernsthaft bedroht würden. Aber das werden wir doch. Nennen Sie mir einen konkreten Grund. Der Mann ist doch noch nicht mal draußen. Ja, wenn er plötzlich bei Ihnen im Garten stände oder ins Haus eindringen würde, ja, dann... Dann ist es zu spät.